Ein freundlich guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge von Rome 2 Together. Du Arsch. Tja, hat nicht ganz funktioniert, hat sofort übersteuert. Ah, schade. Ja, war nicht so laut, schade. Tut mir leid. Vielleicht nächstes Mal. Ja, das Problem ist, es funktioniert bei dir ja auch nicht immer. Nee, aber immer öfter. Geht. Am Anfang hat es gut funktioniert, aber nachher, wo du es absichtlich machen willst, funktioniert das nicht. Hallo alle zusammen, oder was? Ich weiß es nicht. Du übersteuerst dann auch sehr oft. Aber ich wollte mal gucken, wie du darauf reagierst. Ist doch egal. Fällt den erstmal den Zuschauern gleich auch mal ein Ei aus der Hose. Gut, wir sind jetzt dabei, hier die nächsten Schlachten zu schlagen bei jetzt Cornelius Drake. Ich habe ja hier letztes Mal auch eine schöne Schlacht geschlagen und die Hälfte der Armee von den Hayeduan getötet. Und du bist jetzt dran. Mhm. Schlag deine Schlacht. Die Schlag. Kommt erst nächste Runde. Achso. Nee, nicht mal nächste Runde, die erste Runde nach irgendwann. Achso. Oder? Warte mal, nee, wir machen es anders. Kann vielleicht ein bisschen tricksen. Bewegen uns schon mal vorher ein bisschen in die Richtung hier. Und es reicht gerade so, super. Dann rekrutieren wir mal. Ach nee, wenn ich Ballisten hole, dann könnte es eventuell nicht mehr reichen. Mist. Egal. Was? Wie viel Unruhe habe ich eigentlich zwei, wieso brauchst du jetzt hier zwei Runden auf einmal für die Rekrutierung? Erklär mir das mal bitte. Ah, kein Wunder. Die freien Herbern hier drüben. Reiß mir die mal raus, bitte. So. Gut. Ich habe mal eine Frage. Wie weißt du, wie sich das genau berechnet mit den Sklaven? Wie viele gefangene Einheiten man haben muss, um so viel Unruhe zu haben oder so? Oder Geld? Nee, nicht ganz. Aber du siehst ja, wie viele Sklaven du in deiner Provinz hast. Kannst ja einsehen. Naja, so geht's schon. Da steht so, ne? Drin, wenn du auf Sklaven, also auf Wohlstand und Einkommen guckst, bei deiner Provinz jedenfalls, steht da Sklaven. Mhm. Da musst du mit der Maus rübergehen, dann steht da Sklavenbevölkerung. Bei mir jetzt zum Beispiel 6,9% und Wirtschaftseffekt 4,9%. Effekt auf öffentliche Ordnung minus 3. Ja gut, ich habe hier Sklavenbevölkerung 14,5. Das wäre zum Beispiel Tarsus gewesen. In meiner Provinz Galatia et Cappadocia sind es 30% Sklavenbevölkerung, 17,6%. Ah, das ist total unterschiedlich. Also da, wo du die sozusagen gefangen nimmst, da hast du die meisten Sklaven, oder was? Nee, das verteilt sich, glaube ich, gleichmäßig auf die Städte. Je nachdem, wie groß die Städte sind, verteilt sich dementsprechend. Und da ich Provinzen habe, wo ich nur eine Region drin habe, habe ich natürlich dort einen geringeren Anteil an Sklavenbevölkerung. Dann, da sind weniger Sklaven hingekommen. Gut, ich bin fertig, du bist dran. Na gut, ich brauche auf jeden Fall nicht mehr Sklaven, wenn ich schon mal hier bei der einen Provinz 14,5 habe. Ja. So, jetzt habe ich Skytien kennengelernt, oder? Ja, Skytien gerade kennengelernt, super. Dann holen wir uns danach nochmal Chimera dazu, dann kann ich vielleicht mit denen auch handeln, da würde ich auch mal ein bisschen Geld mit verdienen. Gravitas pro Runde ist ja auch okay. Dich machen wir zu einem Strategen. So, Armeen vergiften. Das gefällt mir doch wieder. Jetzt nimmst du die Bibakte ein, nicht wahr? Oder? Ja, ich guck mal. Ich habe jetzt also auf jeden Fall nochmal die Armee hier geschwächt. Ich werde jetzt aber erstmal die Typen davor angreifen. Oh, Massenvergiftung. Stufe 3. Das ist hart. Yay. Ich werde jetzt erstmal diese kleine Armee davor schlagen. Mal gucken, weil da wird ja wahrscheinlich nur die Garnison helfen, weil ich weiß, ich meine ja die Vergifteten, doch, die Vergifteten können helfen, ne? Die Vergifteten? Nee. Die kommen nicht zur Unterstützung. Genau. Das bedeutet, ich mache jetzt die Garnison selber fertig und die Armee davor. Genau. Aber wenn ich automatischer Angriff mache, verliere ich 81% von meinen, habe ich noch verbleibende Streitkräfte. Ob ich das besser hinbekomme? Keltische Stammeskrieger. Das ist echt eine Frage. Sind keltische Stammeskrieger besser oder die Herbern? Die keltischen Stammeskrieger sind schlechter. Als die Herbanner. Aber nur minimal. Wobei jetzt durch die neuesten Patches mit der Gewichtsklasse ein bisschen enger wird wahrscheinlich. Könnte es sein, dass sie schlechter sind. Ach komm, ich werde jetzt auf jeden Fall die Schlacht noch spielen. Ich will hier die Geiger vollkommen unterdrücken.
Ich mache jetzt hier auf einen Julius Caesar. Nur als Grieche. Genau. Er ist trotzdem ein zivilisiertes Volk. Ja, halbwegs. Warum Halbwegs. halbwegs? Halbwegs. Ich bin zivilisierter. Als ein Barbar. Als du, auf jeden Fall. Du bist hier der Barbar. Niemals. Einfach mal krass, dass die Boer-Kavallerie in der letzten Schlacht 450 Kills gemacht hatte. Ohne einen Mann zu verlieren. Ja gut, wenn du nur in den Rücken gecharged kommst Ja. und halt keinen Widerstand hast. Trotzdem passiert das manchmal, dass dann noch einer stirbt oder so beim Rausziehen oder so. Aber 460 Mann ohne einen einzelnen Soldaten zu verlieren, ist eine Ansage. Gut gemikrot. Ja, Dankeschön. Chapeau. So. Da gerade hier entgegengetreten aufs offene Feld oder wie? Nö. Der hat, ich hab doch gesagt, der hat einen Fehler gemacht. Der hat jetzt einen General rekrutiert, der neben seiner Stadt steht. Habe die Hauptarmee in seiner Stadt aber vergiftet, dass sie jetzt hier nicht helfen kommen kann. Also kämpfe ich jetzt nur gegen die Garnison und halt diesen einen General. Oh. Okay. Ne? Was natürlich jetzt nicht unbedingt geil für ihn ist, weil ich ihn jetzt sozusagen einen Teil seiner Armee jetzt wegzwacke. Ja, klar. Und dann die Hauptstadt angreife. Direkt im Anschluss oder wie? Genau. Ich habe ja die Dann Garnison jetzt daraus vernichtet und da sind die halt. hast du mit 5 Regionen 4 Provinzhauptstädte. Das ist richtig, genau. Würde mal sagen, hast du Aber die ganz gut, gut die muss. gemacht. Man muss ja auch. Das bringt halt am meisten Geld, würde ich sagen, ne? Ja, die bringen mit am meisten Geld, weil du die meisten Gebäude bauen kannst. Ja, ich meine auch die Hauptgebäude selber bringen ja auch mehr als die anderen. Oh, es regnet. Vorrücken! Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es regnet. Mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber Regen ist für mich vollkommen egal. Ich habe keine Speerwerfer. Ich habe ja halt nur Steinschleuderer. Ja, von daher. Jetzt bin ich mal gerade am Überlegen, ob ich mich erst einfach nach rechts wende. Gut, auch die beiden Mache ich Kollegen auch. rennen. Verstärkung kommt übrigens von rechts zu Nappel. Ja, sag ich doch. Erstmal rechts den Hügel hochrennen. Der wird vor dir oben sein. Ich hätte lieber an der Stelle gewartet, an der Stelle, wo du stehst. Der will ja auch angreifen. Okay, kann ich auch im Endeffekt. Die Adelsspeere dahin warten zwar. Die warten aber nur, bis der Support da Die ist. leichte Kavallerie. Ja, die muss weg. Hast du die Heerbanner da und deinen General? Die Wenn kommen. der General reinschaut, ist er instant weg. Der Bürgerkavallerie kann ich auch mit dazukommen. Okay, jetzt schaut mit dem General rein. Oh, oh. Der hat einen guten Charge gesetzt gerade. Geht, also ich bin auf jeden Fall auch bei ihm rein, ne? Ja, klar. War dafür, dass er gegen Herbaner kämpft, hat er dir 30 Männer genommen. Das ist aber auch halt der General, nicht leichte Kavallerie. Ja, deswegen, ja, meine ich ja. So, jetzt danach kannst du den Hügel gleich mal entlang stürmen. War weg. Ja, aber besser als in der Festung gegen die zu kämpfen, Ja, immer klar. noch. Haben wir da hinten auserwählte Schwerter, das ist der General von der Garnison. So, jetzt wird aber übrigens nicht mehr zu dir kommen, ja? Das war jetzt so wegen der Kavallerie. Ja, also hätte ich doch den Hügel hochgehen sollen. Naja, der werden dir die Flanke gefallen und du hättest auch Hügel aufwärts kämpfen müssen. Der wird jetzt erstmal hier rüber marschieren mit der KI. Da, die sammeln sich da drüben. Hier. Dann gehe ich denen einfach in die Flanke. Ich schicke meine Kavallerie schon mal rum. Du könntest zum Beispiel mit deinem General auch hier rein chargen. Ich charge dann von hinten rein, dann ist der Trupp auch weg. Ist so weit weg. Keine allzu große Gefahr. Ja, probieren wir. Okay, hier rüber mit dir bitte. Super, der bewegt sich jetzt auch in meine Richtung, passt ja.
Oh. Die können ja theoretisch auch sogar frontal reinchargen, meine Schockkavallerie. Ja, natürlich. Und ich komme in meinen Rücken rein. Musste sogar. Nicht warten, mal, wenn du frontal reinchargst. Na, egal. Ich will einfach jetzt reinchargen. Ich komme ja auch dazu. Okay, ich charge rein. Jetzt geht dein Schildwall rein. Zack. Und jetzt gleich wieder rausziehen. Und da sind jetzt nur 6 Mann gestorben. Schade. Aber okay. Ich kann jetzt noch mal rein, weil der steht jetzt mit dem Rücken zu mir. Naja. Und dann wieder rein. Ich würde die Schwertkämpfe auch gleich mit reinschicken hier. Du jetzt gerade Jan Schützerfetz, der General hier. Ja, ich warte jetzt mal. Also meine Generalseinheit werde ich jetzt nicht mehr reinschicken, aber ich habe jetzt meine Hopliten da. Oder? Ja, du kannst es eigentlich auch sein lassen Ja, ich erstmal. habe nochmal kurz die Bürgerkämpfe reingeschickt. Einmal. So. Sind die Hopliten gleich drinne? Ja, der General zieht raus. Und Lass ich nicht charge. zu. So, schick deine Infanterie mal schnell hier hoch. Jetzt kommt nämlich gleich seine Armee ins Spiel. Ach komm, ich mache jetzt erstmal einfach Blob nach oben. So. Mit dem Gen von ihm mal reinchargen am besten. Jetzt vorher den Rücken zeigt, dann ist er nämlich gleich weg. Ja, der Gen geht da bitte in den Nahkampf. Ihr geht nach da Und und ihr geht nach da. hey! Ja, jetzt sind sie weg. Noch 38 Soldaten. Und weg sind sie. Ich kümmere mich mal um die fliehenden Einheiten, ja? Ja, kümmere du dich drum. So. Gegnerische Armee ist auch sehr schwach sogar. Das ist gut. Ja, sind halt nur Anführungszeichen Schwerträger. Nur Garnisonseinheiten, ne? Schwerträger, außer der eine droppt das sogar. Na los, tötet mal die Adelsschwerter hier. Bisschen töten. Ein bisschen töten. Ein früher Morgen. Gehen wir mal ein bisschen früh shoppen und Genau. ein paar Menschen abschlachten. Genau. Muss es laufen. Also, jetzt haben wir uns erstmal wieder formiert. Na, hast du immer hier noch? Noch 2 Männer? Ein Mann nur noch, okay. Schön Ah, einsam schon. leicht. Oh, da ist doch noch einer übrig. Und, Rückt der und. vor? Schön ins Gesicht gestochen. Ich wollte mit der Bürgerkraft bleibe ich jetzt kurz stehen, weil ich will, dass sie sich ein bisschen erholt. Ja, mach du ruhig. Ich marschiere sowieso langsam vor. Weil ich will ja auch, dass meine Einheiten schön frisch sind, sozusagen. Dann brauche ich nicht rennen. Ja. Meine Maus scheint mittlerweile auch wieder zu funktionieren, finde ich cool. Woo! Ein Hoch auf meine Wupu. Maus. Der hat aber noch einmal keltische Krieger, ne? Ja, aber da gehst du mit den Hopliten rein und das war's. Die keltischen Krieger schickst du sowieso von dir außenrum, nicht wahr? Einmal so. Sowieso. Die sind halt sozusagen als Flankenangriff, wie auch immer gedacht. Kümmere mich um die Ferncamper von daher. Halt. Normale Geschwindigkeit bitte. So, dann jagen wir mal ein bisschen die Truppen hier weg. So. Okay, wieder rein hier. Jetzt hier drauf, bitte. Okay, meine Schnell Schwertkämpfer zurück. weiß ich gar nicht, wie ich die da rein wirklich bringen soll. Okay, ich werde stark beschossen von denen.
Ja, ich komme nicht ran, der General ist zu nah dran, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zack. Ich versuche auf den General zu gehen. Ich übrigens nicht hier alleine, ja. Also wo? Was? Kraft. In die Plänkler. Achso, gehe ich in die Plänkler rein. Ich gehe auf den General. Super, dann kann ich mich um die Fernkämpfer kümmern. So, du kommst ja dazu, bitte. Oh, ich habe meine Herbanen vergessen. Ups. Aber bevor die in irgendeiner Schlacht sind, dann wird die Schlacht schon geschlagen sein. Ja. Egal. Schick mir sie nochmal nach vorne. Durchhören wir mit dir, bitte. Super. Die Bürgerkraft gewinnt erstmal den Kampf gegen die Fernkämpfer hier. Auch nicht schlecht. Ich komme sogar einen kleinen Teil unterstützen. Damit du die Schlacht nicht selber schlagen musst. Yay. Rein damit dir bitte. Genau, kümmere du dich um die Fliehenden und ich rück weiter vor. So, jetzt wieder raus mit der Kaff. Und weiter auf die nächsten. Angreifen! Fahrt dein Gen mal hier rein, dann ist das Ding vorbei. Ist auch deswegen da positioniert. So. Na, der Bürgerkraft bin ich, also der Kaff bin ich diesmal nicht ganz so gut umgegangen. Ist nicht schlimm. Vielleicht die Kaff hat besser durchgehalten, aber die Bürgerkaff 49 nicht ganz so schön. Ja, ach Gott. Ja, der hat auch ein paar Männer verloren. 18, deswegen. So, der General ist jetzt auch weg, oder? Ja. Ja. Der feindliche General ist tot. Oh nein, der General ist tot. Oh nein. Machen wir noch die letzten Steinschleuderer, Stammeskrieger fertig. Zack, zack, zack. Wie ich mal wieder jetzt gerade keine Feinde mehr sehen kann. Oh, da hinten lebt noch ein ganzer Trupp. Der ist gerade von der Karte geflohen. Okay. Boah, das. Aber sonst siehst du auch keinen mehr, ne? Nö. Kannst beenden. Alles klar. Das Ding ist gewonnen. Gefällig beenden. Yay, entscheidender Sieg. Woo. Also laut Dingens hätte ich 80% noch gehabt. Ich habe auf jeden Fall mehr als 80% meiner Einheiten noch. Oh, du hast 10% verloren. Nicht mal. Mehr. Ja. Mehr als 10%. Ja, aber weniger als 18% kann man so sagen. 20. Okay, es war glaube ich 18 oder 19%, was der da angezeigt hatte. Aber da wäre die Gefahr groß gewesen, dass ich die leichte Kavallerie verliere. Ja, bestimmt. Und zusätzlich hätte ich niemals so viele Verluste beim Gegner verursacht, und je nachdem, wer was entkommen. Das stimmt allerdings. Wird jetzt sowieso interessant werden. Ich habe hier meine Schwertkämpfer Gott sei Dank noch ein bisschen was geschont. Also die sind jetzt nicht so krass involviert worden, weil ich brauche die jetzt gleich auf jeden Fall bei Mauer hochhüpfen. Ne? Das sind meine Mauerjumper, das sind meine Ossis. Nee, ich will aber auch noch einen Belagerungsschlag schlagen. Ich habe extra die scheiß Ballisten geholt, damit es geil wird. Ja, ist mir egal. Leck mich. Leck mir die Eier. Nee, danke. Das kannst du selber machen. Das interessiert mich, weil... Ja, nicht mein Problem. Genau. Du machst jetzt und das einfach. Interessiert mich nicht. Nein. Doch. Los, bück dich. Leck mich an meinem Anus. Vielleicht später. Rolltausch kann man immer noch machen, aber jetzt erstmal bist du dran. Ich glaube, bei mir läuft hier ein Kamel. Wo läuft ein Kamel? Hier ja, durch Gallien. Geil. Ja, ist das ein Kamel? Das habe ich importiert. Ja, wenn ich jetzt mal noch aus dem Ladebildschirm hier rauskomme, ne, bitte warten, könnte ich mir das angucken. Nur einfach ran. Ja, kann ich nicht, ich kann mich nicht bewegen. Hier steht warten. 251, 250, 249. Ach, geht doch. Zack, nächste Armee vernichtet. Jetzt haben wir auch die Garnison vernichtet. Gefangene töten. Das ist doch ein Kamel, oder?
Vielleicht auch ein Dromedar. Tatsache. Ja, oder ein Dromedar, wie auch immer, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig genau erkennen. Das sind ja die hier die Urtiere aus Gallien. Also hier in Griechenland ist auf jeden Fall ein Kamel. Einige sogar. Als So, jetzt Transport. 1000 Mann gegen 1400 Mann. Sind deine 1000 Mann gegen 1400? Nee, ich habe 1472 gegen 998. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, ob ich die Schlacht um eine Runde verschiebe wegen dir. Yay. Kann ich die nächste Runde nochmal vergiften? Aber ich glaube nicht, wenn ich die belagere, ne? Nein, wir belagern's nicht. Mann, schlag die Schlacht jetzt einfach west. Los, mach. Okay. Ich mache es. Ich mache es dir. So. Oh, 2 Runden, bis die kapitulieren. Wirklich? Wartest jetzt, bis sie kapitulieren, oder wie? 2 Runden nur, dann greifen die mich an auf dem offenen Feld. Dann mach's so. Wäre einfacher für dich. Und ich habe auf jeden Fall. Ah, nee, Quatsch, ich habe jetzt hier Ja, aber nur minimal. Verschleiß, So, um die 10 Mann pro Runde höchstens bei einer Einheit. ne? Nee, dann habe ich jetzt im Endeffekt nicht viel gewonnen. Alles klar, ab in den Kampf. Das Ärgerliche ist, dass die eigentlich wesentlich mehr freie Heerbannen verloren haben, anstatt halt die Plänkler. Ja, das stimmt. Aber sagen wir es mal so, dafür, wenn du oben bist, hast du keine Gegenwehr. Ja, was ist keine Gegenwehr? Da sind ja trotzdem noch Truppen, die einigermaßen an Stärke besitzen, ne? Und der General ist auch fast tot. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn der General nicht ganz tot ist, hast du gewonnen. So gut wie. Ja, gegen die Kelten, ne? Ja, immer. Immer doch. Ich meine, bei Attila war das krasser. Da war es viel krasser, aber es ist auch hier schon relativ deutlich zu merken im Vergleich zu Rom 2. Oh, ich kann mich noch an eine schöne Schlacht erinnern. Ich war auf jeden Fall, habe ich mit Naschlapp gespielt. Da hat mich irgend so ein Wikinger angegriffen. Und ich habe einfach nur mit der Angriffssireme den General angegriffen. General ist gestorben, die sind gelandet und instant geflohen. Cool. Du hast ja die Weströmer gespielt, glaube ich, oder? War das eine Kampagne? Ja, das müsste die Weströmer gewesen sein, genau. Ja, bist drüber spielen, ist lustig. Es ist hart. Ja, Verdammt hart. richtig hart. Du wirst durchgehend penetriert. Ich war am Weinen. Jetzt ist die Frage, wo hüpfe ich denn am ehesten hoch? Da ist ein Tor. Beim Wenn Tor wir's sind ja immer 2 Türme. 2 Türme sagen wir sind es halt mal ein so, bisschen. also. Ich würde behaupten, eigentlich hier. Hätte ich jetzt auch gedacht. Da sind die wenigsten Türme. Und das ist ein sehr kurzer Weg zum Siegpunkt. Genau. Eine andere Möglichkeit wäre auch von hier. Das wäre ein pures Gemetzel. Ja, aber das sind halt 2 Türme. Ja, aber du wirst ja so oder so hier lang kommen. Das sind ja auch Türme. Du gehst ja so oder so da lang. Aber egal, mach einfach, wie du es gut hältst. Du bist der Kommandant, Sir. Yes, Sir, jawohl, Sir. Okay, das ist doch jetzt echt mal eine Verarsche von den Machern, oder? Wieso? Mal Schluss. Also, jeder in der Realität, jetzt wenn wir jetzt mal wirklich realitätsgetreu sein würden, ne, würde natürlich jeder General, der diese Stadt angreifen will, nur hier drauf angreifen und nichts anderes tun, anstatt einfach hier ins Dorf zu marschieren. Warte, 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 wo? Da? Ich, nein, jetzt sehe ich es nicht mehr. Mist, warte kurz. Bin gerade unter die Karte abgetaucht. Also. Ja, natürlich wird man dort angreifen. Nein, das wird niemand tun. Wobei, stell hier mal 300 Spartaner hin, du kommst hier nicht durch. Ja, 300 Spartaner ist auch korrekt, auch wahrscheinlich eine Hoplitenwand. Es ist halt sehr schwierig, da durchzukommen, aber nicht unmöglich. Straßenkämpfe sind sowieso eine sehr schwierige Geschichte. Ja, sehr schmerzhaft. Aber dadurch, dass wir selber Hopliten haben, oder ich, weiß ich halt nicht, ne? Na los, greif an. Gut, den einen Hoplitentrupp, den tue ich schon mal ganz zurück. Den kann ich nicht verwenden. Der ist unbrauchbar geworden. Der ist zu stark Der ist verletzt. unfruchtbar. Genau hier, das, die Kavallerie werde ich ja wohl kaum einsetzen Aber können. die Karte ist schon schick. Muss man den lassen. Ja, die ist auch nicht gerade einfach, die Schlacht. Ich hätte eventuell doch belagern sollen.
Egal. Gut, dann. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich lieber die. Ach, das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Ich lasse die Kelten zurück, Greifst du jetzt doch von erstmal. hier an, oder wie? Nein, 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 nein. Ich lasse die Hopliten ranschieben und hüpfe dann mit den Kelten hoch. Naja, ist auch besser, weil die Hopliten bessere Rüstung haben. Genau, das meine ich auch. Gehst jetzt noch den engen Pfad lang. Ja. Gut, also wird's ein Gemetzel. Eine andere, also im Endeffekt, wenn ich da hochhüpfe, obwohl im Endeffekt, wenn ich den engen, das andere Ding dann nehme, kann ich auch so eigentlich runterlaufen, ne? Ja. Wäre machbar. Andererseits kann ich, wenn ich das Tor offen habe, meine Kavallerie durchschicken. Ja. Wie du auch dann einsetzen kannst, wenn du an der Armee vorbeikommst von ihm. Entscheidungen über Entscheidungen. Schrecklich, wa? So Ich viele, würde die du dich doch schon treffen fast. musst. Nee, ich nehme die große Fläche. Ich habe mich wiederum entschieden. Also, solange ich noch in der Aufstellungsphase bin, ist doch alles egal. Ja. Weil ich da einfach mehr Einheiten zum Tragen bringen kann, wenn ich die vernünftig Jetzt aufstelle. mach einfach und greif an. Los, tu es. Do it now! Cool vor. Okay, meine Steinschleuderer, mein Mietschild, der muss nach vorne. Da sind nur Plänkler auf der Mauer, das ist gut. Und sagen wir das jetzt, ich nenne es jetzt mal gut, ja. Wenn du oben bist, ist es leicht. Ich sehe, wollen Sie spielen? Eigentlich sollte ich doch im Fernkampf einen Vorteil haben, weil ich schon schießen kann und die nicht. Ja, der Turm ist auch noch da, oder? Nee, der trifft auch nicht. Aber du triffst wahrscheinlich wegen der Mauer nicht. Die haben aber auch die Schilde oben, von daher. Die einen Soldaten gekillt gerade. Wow, amazing. Amazing. Oh, freie Pretty Heerbanne, die amazing. beschieße ich gerade lieber. Da kommst du zu nah ran. Nee, die schießen auf den Dingens. Ran mit den Leitern. Guck mal vor. Geht's ein bisschen schneller. Ey, du hast da hinten gerade einen Wagen zerstört. Wow. Wow! Mit Steinen! Dok, War dok, nicht dok, schlecht. dok. Sieht man mal schön, wie viele Speere da überhaupt auf die Leiter gehen. Oh, die Leiter hat einen Feuerschaden von 33 schon. 34. Dann schicke ich mal meine 78. keltischen Schwertkämpfer schon mal ein Stück nach vorne. Die andere ist noch gut dabei, aber die hier. 61, aber ich glaube, die brennt jetzt ab, ne? Die brennt erst ab 100%. Wenn du jetzt hochgehst, dann sollten sie nicht mehr gegenschmeißen können. Prozent. Wird eng, aber sollte noch reichen. Okay. Es wird eine ganz schön kostspielige Angelegenheit, die Schlacht hier wahrscheinlich. Ich ärgere mich auch gerade, dass ich doch nicht die Belagerung einfach durchgezogen Ja, habe. ich merke schon. Nachdem ich das jetzt hier alles gesehen habe. Ja. Aber immerhin, die Einheiten, die oben sind, sind keine Gefahr. Ja, die Leiter ist auch vernünftig da, also passt das auch. Ah, du darfst wieder spielen und sp du darfst wieder spielen. Bitte. Oh, jetzt metzelt sie wieder oben nieder. Der General ist auch drinne. Nicht so gut. General, der kommt jetzt gerade rein, ne? Mit Ja, aber da 36 kommt. Mann. Jetzt hüpfen wir auch Oh, ich habe den meine. Herbert öffnet gerade auf. Ja, hab ich doch gesagt. Okay, wo gehe ich hin? Ich gehe nach hier drüben. Komme ich am besten durch. Ah, nee.
Oder? Doch, ja. Jetzt der andere Leiter? Anscheinend. Gut. Hoch mit euch. Oh. Ich bin ja nicht so, dass du nicht dann hochhüpfen darfst. Ich darf auch hochhüpfen, yay. Ich würde so lachen, wenn sie jetzt noch eine Fullstack irgendwo übrig haben. Ja gut, ich glaube jetzt aber, da glaube ich aber jetzt ehrlich gesagt weniger dran. Ja, zutrauen wurde es denn aber. Ja, ist halt KI, ne? Er hat deine Leiter, aber das nicht weiter abgefackelt. 76% hat die nur. Daher bleibt's auch. Doch, Kavallerie bitte. Der General hat 33 Mann noch. Oh oh. Kavallerie ist auch wieder drinne. Ja, aber ich bin locker drin. Also so viel Männer hat es jetzt doch nicht gekostet. Gemetzel, ey. Den Turm, den habe ich relativ schnell eingenommen. Mhm. Das geht auf jeden Fall noch. Ja. Da hier durch, bitte. So, machen wir den mal fertig hier. Komm, meine keltischen Schwertkämpfer. Okay, jetzt rücken wir mal den General auf dem Leib. So, in den Rücken. Komisch, dass sie sich zu unseren Gunsten entwickelt. Ja, kaum zu glauben, nicht wahr? Unbelievable. Bewegt euch! Machst du heute hier fertig weiter und wir gehen jetzt mal ins Stadtzentrum. Könntest du bitte eine Einheit hier so rumschicken? Warum? Ich sehe gar nichts gerade von dir. Ach da. Gut, warte. Pass auf, du wirst auch jetzt in den Rücken gecharged von der Kavallerie. Ich hab's jetzt zwar ein bisschen, obwohl. Ja, nicht weiter schlimm. Wow! Ich kann. Ich schick dir einen Hoplitentrupp. Ja. So. Damit habe ich jetzt gerade auch weniger gerechnet. Oh, das wäre wirklich gut mit dem Hoplitentrupp. Verstärkung nehme ich gerne an. West? Er rennt in die falsche Richtung. Oh, ich habe die falschen Truppdelos hingeschickt. Ich hab, der wäre da am Laufen. Ich komme. So. Ja, jetzt kommt sowieso meine gesamte Armee. Da kommt noch ein Herbanner-Trupp, ey, das gibt's da nicht. Kommt zu glauben. Was macht ihr denn da hinten? Sind die Steinschleuderer, die fliehenden Truppen hinterher gelaufen? Ich fass es nicht. Ah! Geil. Du kannst übrigens nur hier rum, außen rum gehen, ja? Anders geht's nicht. Ja, das ist natürlich Mist, ja. Ich schicke jetzt meinen Herbanner mit rum. Ja, aber dann kämpfst du gegen den Turm, also scheiß drauf, wir gehen da frontal durch. Okay, was, lass meine Herbanner massakrieren. So. Du kannst. Ja? Theoretisch kannst du die Herbanner, wo ich jetzt gerade meine Verstärkung reingebracht habe, zurückziehen. Die gerade raus. So. Nimm für dich das Tor ein, dann kannst du die Kavallerie reinschicken, ja? So, gleich geschafft. Die Hälfte ist runter, Zack. Bleibt aufzuschießen. So, okay. Jetzt ist er neutral. Super. Welche Taste muss man nochmal drücken, damit man einen Beschuss macht? Oh, gewonnen. Ach, Quatsch. Ist gewonnen. Gut. Gefecht beenden.
Yay! Boah, ach, die Verluste gehen wirklich. Da hätte ich nicht, wenn ich jetzt 2 Runden gewartet hätte, plus die Schlacht noch selber, hätte ich nicht weniger verloren. 25 Jahre. Dafür hast du die Stadt jetzt, die ist befestigt, kannst gut verteidigen. Klar. Läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Mit 4 Provinzhauptstädten. Und 5 Regionen. 5 Regionen mit 4 Provinzhauptstädten, ist schon eine Ansage. Ja. Verachtet nicht den Tod, sondern befreunde dich mit ihm, da auch er eines von den Dingen ist, die die Natur will. Niemals frommt viel Herrschaft im Volk, nur einer sei König, ganz alleine. Momentan ist ja alle Macht im Volke. Ja. Mehr oder weniger. Aber darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht reden, Nö, weil nicht. da gibt es genug Sachen, worüber ich ausrasten könnte. In unserem Anführungszeichen schönen Deutschland. Ja, die Herberner von dem war wirklich scheiße. Der Generator mit 36 Mann noch viel gekillt. Muss man auch ja lassen. Ja, waren aber halt nur 36 Mann, ne? Ja. Und jetzt hast du auch noch deren Stadt erobert. Ja, ich dumme Sau. Ja, du bist ein Arschloch. Hat dir das schon mal gesagt? Ja. Na dann. Regelmäßig. Dann bist du es gewohnt. Ja, wahrscheinlich deine Freundin, nicht wahr? Ja. Kurios, kurios. Genau, schlitz ihn Wo auf. ich auch sagen kann, man an der Stelle den Part beenden. Passt ja. Niederreißen. Plündern. Oh, plündern. Obwohl Niederreißen eigentlich, glaube ich, besser ist, ne? Ja, na, warte mal. Plündern, besetzen heißt, du bekommst mehr Geld. Deutlich mehr wahrscheinlich. Ich kann nur plündern, das steht Ja, du also, besetzt beziehungsweise Provinz besetze ich halt es ja auch, ne? automatisch als Ja, Gebiet. das bekomme ja Geld, aber die Instabilität der Provinz pro Runde ist wesentlich höher, weil ich habe 20 Runden lang Ja. minus, also ich habe minus Ja, 20, okay. ne? Und das wird halt Nee, aber dafür bekommst du halt wie viel Geld? Im 3.750. Vergleich zu 1000, dann reißt du einfach alles ab und baust deine eigenen Sachen auf. Was? Meinst du jetzt beim Plündern oder meinst du beim Nein, Niederreißen? beim Niederreißen reißt du sowieso alles ab. Beim Plündern würdest du einfach alles besetzen und Geld scheffeln. Könntest dann auch alles niederreißen danach im Nachhinein. Die ganzen Gebäude, die du nicht, sowieso alle nicht brauchst. Ja, ich baue die ja um. Ne, ich würde die abreißen eigentlich. Ah gut, kommt drauf an, wenn du welche hast, die du brauchst. In der Regel reiße ich die ab. Ja, aber das ist ja dasselbe, was ich bauen würde, fast immer. Ja gut, na dann. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir mal die Partnerstelle. Passt ziemlich genau. Ja, niederreißen, plündern, niederreißen, plündern. Ach komm, ich plündere einfach mal. Ich brauche das Geld. Und in dem Sinne sage ich mal. Ja, warte, 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 warte! warte, 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 warte. So, ja gut, dann baue ich das nächste Runde alles um. Und ich glaube, die Fraktion habe ich gerade vernichtet, Könnte sein. ne? Fraktion vernichtet? Ja, Dann habe ich müssten dich jetzt vernichtet. die Averna lieben. Das haben die schon vorher getan. Dann jetzt noch umso mehr. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn der Cornelius Drake endlich mal seine Schlacht eventuell schlagen kann. Yay! Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.